Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zocken am Sonntag. Müsste jetzt schon 12 sein, ne? Uiuiui. Nach den ganzen Turbulenten, die es jetzt gab und hier mit dem Virus auf meinem PC dann auch noch. Oh mein Gott, das war ja alles ganz schön heftig. Und jetzt sind wir endlich dabei, hier voll am Aufnahmefeeling, weil ich ja ganz viel aufnehmen muss jetzt, weil ich ja total rausgekommen bin, jetzt eine Woche wieder nicht zocken und nicht aufnehmen können und gar nichts können, da ich auch noch schwer behindert war, also nicht nur geistig, sondern diesmal auch körperlich. Gap. Und diesmal würde ich sagen, renne ich hier nicht alleine auf der Map herum, hoffe ich zumindest nicht. Nein. Vendetta rennt mit mir in einer Gruppe rum. Du bist doch auch ein Held, oder? Du hast mir nicht gesagt, welche Partition du bist. Du Held. Okay, ich nehme mal... Oh, ich muss gleich genießen. Du musst das andere. Ich hab die Opfer. Ui, nicht genießt. Oh, sehr schön. Na dann, nehme ich mal eine andere Gruppe. Was haben wir denn hier so? Okay, gut. Nehme ich halt das. Weil ich bin die Opfer. Und wundert mich nicht, dass ich dich nicht gesehen habe, wenn du mit mir in einer Gruppe losgerannt bist. Na, okay. Ja, das ist, interessant ist das. Naja, wie gesagt, zocken am Sonntag 0:12 oder 0:13 oder vielleicht tue ich es auch ganz woanders hinpacken und mache davor was anderes. Wir haben noch ein paar andere Spiele, die ich mit euch antesten möchte. Aber, oh. Vendetta wollte unbedingt mit mir was aufnehmen und ich habe auch Ja gesagt zu ihm, gell, Vendetta, und da. Ja, also ich war mal wieder so, ich hatte mal wieder so richtig Bock auf den Together, weißt du? Weil alleine irgendwie, es war geil und so, aber irgendwie du redest mit dir selber, also die anderen stören zwar, aber irgendwie, es redet immer mit dir, du fühlst dich so vereinsamt in der Welt, weißt du? Was soll ich denn sagen? Drei Tage lang! Ich lag 3 Tage im Bett und hab 2 Tage davon fast nur geschlafen. Der Herr Lappen hätte mir ja Bescheid sagen können, würdest du nicht so weit weg wohnen von mir, wäre ich zu dir gekommen, hätte den Virus innerhalb einer Stunde entfernt. Und ganz einfach. Aber mit einer Angina, genau. Und danach liegst du im Bett und denkst dir dann, Nicht den Virus, den anderen Virus. Ja, aber ich habe auch einen gehabt, nicht nur mein PC hat einen gehabt, auch ich. Ja, vielleicht hast du dein PC angesteckt. Und ich habe immer noch... Ich bin immer noch leicht erkältet, das ist jetzt Tag 4 meiner Kur. Vielleicht kommst du ja auf 400, dann kannst du so Walking Dead nachmachen. Weil ab Tag 400 bist du tot. BAM! Wieso ab Tag 400? Stehst bestimmt wieder auf. Wieso nicht? Was ist denn der Walking Dead 400 eigentlich? Hast du da Infos dazu? Ich habe das jetzt gesehen, aber ich weiß nicht, was das ist. Also The Walking Dead 400 ist ein Zwischenpart, also du kennst ja das normale The Walking Dead. Und jetzt vom Sehen her, ja. Also das Spiel meine ich. Und es gibt ja bald einen zweiten Teil. Und dieses The 400 Days ist eine Ding, ist ein Inhalt, Download-Inhalt. Das ist so eine Grenze, weißt du? Also das zeigt halt schon mal so ein paar Sachen aus dem zweiten Teil, also so ein Übergangsstück eigentlich zum zweiten Teil hin. Ich weiß nicht, ob du das ja gerade verstanden hast. Nee, klar, also sagen wir mal, es ist nicht Teil, demnach ist das mehr oder weniger Teil 2 eigentlich, der später ausgemacht wurde. Also es ist so ein, ja, also es ist... gemacht wird, ist noch in Arbeit. Nee, der wird doch schon gezockt. Halt so, nee. Sarah zockt den zum Beispiel schon. Das ist nur der 400 Days. Naja. Genau so. Ja. Ist das nicht das? Das ist, wie gesagt, nur ein Übergangsstück, damit man besser später in die zweite Staffel reinkommt. Aber dann ist es doch mehr oder das weniger sozusagen der zweite Teil. Nein, das ist nicht. Es ist so ein Anfang, dass du so zwischendurch halt siehst. Weil du hast ja jetzt auch eine Gruppe, eine große Gruppe, mit 6 Leuten, glaube ich. Und damit du weißt, wie die sich überhaupt alle getroffen haben. Dafür ist das da. Ja, aber es ist ja schon ein Teil an sich. Also ist es schon mehr oder weniger der zweite Teil mehr oder der eineinhalbste Teil, wenn du es so willst. Naja, eigentlich, also von den Machern wird eigentlich nur gesagt, dass es halt als Übergangsstück genutzt wird, damit du halt während der Film nicht verfolgt wirst. Das heißt, danke. Danke, meine Waffe war alle. Jetzt habe ich eine neue Waffe. Das
dass es halt eigentlich ein Übergangsstück ist. Weißt du? Damit du halt später, wenn der Zeit... Ja, nee, ich wische, ich kenne das ja von anderen Spielen. Hab ja vorhin schon zu Valetta gesagt, ich würde gerne mal... Oh. Hast du da Scheiterbuff auf der Waffe drauf? Nein. Boah, hat die gerade schlecht gezogen, ey. Schlecht gezogen inwiefern? Na, bin ich Schaden? Abgezogen, Schaden. Ja, keine Ahnung. Du wolltest was sagen? Du hättest mir vorhin was gesagt? Oh, du wolltest gerade irgendwas beim Game sagen. Was wollte ich gerade sagen? Übung? Bei Game oder so, du sagst, du bist gerade ziemlich leise, ich verstehe dich kaum noch. Du sagtest, du hättest vorhin irgendwas über mich schon, mit mir schon was geredet. Ach so! Ja, klar. Ich wollte mit dir ja unbedingt irgendein Zombie-Spiel mal let's playen, weil ich glaube, dass wir zwei uns da voll gegenseitig auf jeden Fall nicht helfen, sondern dass wir da wild schreien um jede Ecke rennen und uns denken, ja, Zombies are coming! Und darum. Coming, würde ich gerne mit dir mal so. Würde ich gerne mal mit dir so ein Zombie-Spiel spielen. Das Problem an der Sache ist, ich hab die alle nicht. Und Valetta hat die alle und ich hab kein einziges Zombie-Spiel eigentlich. Also, es sei denn natürlich, du siehst Plants vs. Zombies als Zombie-Spiel an. Nope. Aber hab ich auf Handy. Und auf PC auch. Aber da hab ich... Der zweite Teil kommt ja auch bald, aber Ja, hast du das schon gelesen mit dem zweiten Teil? Wollte ich auch gerade drauf ansprechen. Ja, der zweite Teil wurde auf E3 vorgestellt. Den haben sie ja jetzt, Boah, Alter. Den haben sie ja jetzt, zurückgezogen, gell? Der soll jetzt erst später rauskommen. Ende Sommer. Warum? Weil, weil EA irgendwie da noch Probleme mit hat. Irgendwie können sie es noch nicht veröffentlichen, haben sie gesagt. Und deswegen haben sie es, zurückgezogen. Und wahrscheinlich wird's in Plants vs. Zombies, oder es wird definitiv in Plants vs. Zombies, Spielerjobs geben, also Ingame-Jobs, wo du dir mit richtigem Geld das Spiel erleichtern kannst. Und ich muss ehrlich sagen, heißt es jetzt wieder, darf ich kurz, also heißt es jetzt mit anderen Worten, wieder EA gibt wieder auf Online-Zwang. Das weiß ich nicht, ob es Online-Zwang bei dem Spiel gibt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie wieder mal auf Fettkohle machen mit dem Spiel gehen, mit so einem schönen Plants vs. Zombie, wisst ihr? Der erste Teil war so göttlich. Ja, du meinst sowas, ja komm, wenn du die Teile kaufst, dann erleichterst du dir das erstens und dann machen sie bestimmt irgendwann so Levels, da musst du dir sogar kaufen. Oder irgendwelche Überpflanzen da, wo du dann da stehst und die kosten dann irgendeine Währung, die du nur mit Geld kriegst oder so, weißt du wie? Sowas dann halt. Aber was ich von EA echt scheiße finde, ist, dass die total auf Online-Zwang gehen. Die sind wie Ubisoft, zum Beispiel Assassin's Creed. Ja, EA und Ubisoft, ist nicht, arbeiten die nicht zusammen? Minimal. Vielleicht vom Grafikkonzept her, aber mehr auch nicht. Okay. Nee, weil die machen ja beide so einen Scheiß und ganz ehrlich, EA macht sich alles kaputt. Wenn EA wirklich irgendwie so ein Zeug macht mit, was weiß ich, es gibt 20 Level und ab Level 5 kommst du nicht mehr weiter, ohne dass du dir da irgendwie was mit richtigem Geld kaufst. Ja, also, EA hat ja damals so geil angefangen mit Need for Speed und alles und kein Online-Zwang. Das erste Online-Spiel, was Zwang hatte, Need for Speed, war Undercover. Ich weiß nicht, die haben irgendwie so ein Fail dafür, die machen immer die übelst geilen Spiele. Und dann Monaten oder so, oder nach ein paar Spielen davon von der Reihe, dann muss eins mit Online-Zwang raus, damit sie irgendwie nicht Geld machen, da muss einfach eins raus. Ja, das ist wirklich so, also es hat ja Need for Speed hat ja angefangen mit Underground 1. Den zweiten Teil habe ich schon gefeiert, durch das Tuning. Dann kam ja, lass mich lügen, Sturz Street oder so. Dann kam Carbon irgendwann, dann kam Undercover. Ja. Und
Und seit Undercover gibt's halt Online-Zwang, weil das neue Most Wanted ist ja auch noch Online-Zwang-mäßig. Alter, ich hab dich... Du hast mich nicht einmal getroffen, also nicht einmal gekillt, ey. Krass, ey. Ja. Das hat was damit zu tun, dass ich mich gerade über EA aufrege, das ist doch klar. Ja, also EA... Liebe Zuschauer, das war bis jetzt, also bis jetzt war es eigentlich eine recht... Wir gehen mal jetzt hier richtig in... Was wollen wir an... Mit was wollen wir anfangen? Team Deathmatch ganz ruhig, oder? Ja, immer mal. Okay. Ich werde, liebe Zuschauer, ich werde nebenbei mal immer einen Tee trinken, weil wegen, wie sagt meine Stimme... Nach, wie viele Stunden habe ich heute aufgenommen? Ich habe jetzt, das ist meine 5. Aufnahmestunde heute. Da wird die Zähne dann doch etwas trocken. Ich genehmige mir mal kurz einen... Moment. Moment, ein Minze-Honig-Tee. Lecker. Ehrlich gesagt, erstens muss ich gerade Schleichwerbung. Sehr schön. Sag am besten noch, dass er von Krüger, ist. Und, Der ist nicht von Krüger. Ist eine totale Billigmarke, weil ich wohne im Netto, im Netto. Ja, ich wohne im Netto, fünftes Regal von rechts. Ist ziemlich chillig da, jetzt geht das mit der Holzmigration wieder los. Nee, ich wohne im Ghetto, da gibt's keine, schöne, weißt du? Da gibt's nur Netto, ne? Außerdem ist Krüger nicht, nicht die Kaffeemarke? Macht aber auch 10. Aber, also irgendwie ist das eine der mitsinnvollsten Folgen, die wir je aufgenommen haben zusammen. Ja, bis jetzt war es wirklich ein interessantes Gespräch, muss ich sagen. Und ich würde es auch gerne weiterführen, weil... Also wie gesagt, wir haben ja Plants vs. Zombies das Let's Play gemacht, gell? Wer meine Let's Play gesehen hat, der wird das gemerkt haben. Wer nicht, wäre cool, wenn ihr mal reinschaut. Ist ein ganz lustiges Let's Play geworden. Ich bin nur zweimal gestorben. Ich hab nicht alles angeguckt, ganz ehrlich. Aber die Folgen, die ich gesehen habe, waren gar nicht schlecht. Ich habe ja die ganze Zeit nur... weil es ging so schnell, man konnte kaum argumentieren. Das war total geil. Aber wenn sie aus dem geilen Spiel... Ja. Ich bin ja auch durch Honeyball damals drauf gekommen, weil ich es bei ihr gesehen habe und da dachte ich mir, oh fuck, das sieht so sehr geil aus, das musst du einfach auch Let's Playen. Und, also nichts hiermit, ich glaube die Let's Plays oder so, aber ich meine, wenn ich ein Spiel cool finde, kann man es ja machen, gell? Naja, oder? Was jetzt? Was? Nee, erzähl erst weiter. Oh fuck, wir sind auf Rust. Nee, ich wollte im Let's Play? Thema wechseln. Thema wechsel auf was? Was hältst du eigentlich, ich habe jetzt mal so ein paar Kumpels gefragt und so ein paar Leute. Was hältst du eigentlich persönlich von dem neuen Assassin's Creed? Da hatte ich im Minecraft-Display schon mal gemacht, das neue Assassin's Creed. Einerseits bin ich natürlich dadurch, dass ich jetzt so ein kleiner Assassin's Creed-Fanboy geworden bin, richtig. Boah, jetzt fangen die an. Bin ich ja natürlich total heiß auf das Spiel. Au! Ja, Geht wieder richtig los, ja. Also, das schon. Oh. Also, ich hab mich mit ein paar Kumpels unterhalten, die 18 sind. Und, er sagte halt, er findet das nicht so toll, weil gegen Piraten und sowas, weißt du, er findet das. Nee, das finde ich sehr geil. Auch, dass es von Fluch der Karibik so ein bisschen abgeleitet ist, also nehme ich stark an, finde ich ziemlich cool gemacht. Ist mal was Neues. Boah. Sag mal, ich habe mal ein Video gesehen von Assassin's Creed 3. Und zwar, du kennst doch diese Robe, die du auf dem Schiff anhast, ne? Was habe ich auf dem Schiff an? Diese Kleidung, die du auf dem Schiff anhast, bei Conan. Du meinst, Weißt du? Das Matrosen-Ding hier, auf wie heißt das? Das hat einen speziellen Namen. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall weiß ich, was du meinst. Man kann sich das, glaube ich, sogar in-game kaufen. In-game? Im Laden. So eine Matrosen-Uniform oder was? Ja. Nur ohne Hut. Okay. Ich hätte gern einen Hut dazu gehabt, also ich finde diese Hüte ja persönlich. Ich trage ja selber zwei Hüte gekriegt. Du kennst aber, das macht der zwei Let's Play, ne? Du kennst auch noch diese schwarzen Hüte. Oder? Die schwarzen Hüte vom Piraten oder was? Nee, von Mafia 2. Achso, ja klar. Ja, also welche habe ich? Einmal in Grau und einmal in Schwarz. Was ist denn hier los? Dritter. Ist ja mal übelst krass, was hier abgeht. Das ist Krieg.
Ja, was für einer hier? Alter! Mit Granatenwerfern und allem, was sie hier drauf haben. Ja, das Schlimme ist ja die AC-130 da eigentlich. Ja, die kommt aber auch nicht runter. Ja, ich kann nicht alles kommen. Oh, mein Gott. Da leiden die guten Themen, die wir gerade führen, drunter. Naja, jetzt sieht man wenigstens, wie man... Jetzt sieht man wenigstens, warum als Multiplayer-Map nicht so gerne was gewählt wird. Ja, ich meine mal so, wenn normale Menschen da sind und nicht solche Leute, dass hier die halbe Map, solche zum Beispiel meine ich. Guck mal hier YouTube, wenn du den Chat da unten reinguckst, du siehst ja nur irgendwelche Tube-Waffen. Boah. Ja, also, wie gesagt, also, man kann sich halt diese Kleidung auch kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt, ich glaube in Boston später. Also Assassin's Creed geht ja immer weiter vor, ne? Aber ja, das frage ich mich sowieso. Also ich meine, mit Assassin's Creed. Was? Ich bin schon mal gefallen. Das ist lieber privat, also ich möchte nicht spoilern. Ich kenne ja das komplette Ende von dem Spiel. Vom dritten Teil. Ja, aber nicht spoilern, ich habe gerade das Let's Play dazu, weißt du ja, gell? Ja, deswegen will ich nicht spoilern. Oh, Alter. Auf jeden Fall wundere ich mich, wie die dann den vierten Teil weitermachen wollen. Nö, wieso wunderst du dich da? Haben sie doch extra offen gelassen, den vierten Teil. Was ich nur innigst hoffe beim vierten Teil, ist, das habe ich schon mal verraten, dass, Wie heißt der? Oh Leute, hört auf zu labern. Wie heißt denn der Typ? Meinst nicht Connor, heißt sondern... Helfen? Wie er richtig heißt. Nee, wie er richtig heißt. Achso, Desmond. Ich habe ja verraten Desmond schon mal am Anfang, dass Desmond im dritten Teil stirbt am Ende. Richtig, und deswegen, das ist es. Es gibt zwei Optionen, von denen mir auch nur wirklich eine gefallen würde. Du hast das Problem bei, oder das ist nicht das Problem, du hast die Abwechslung bei allen drei Teilen, dass du jeden Teil eine andere Person spielst, in-game. Du hast ja angefangen, warte mal, krieg ich sie noch zusammen, Altair, Ezio und Connor. Und jetzt mit Connor. Und zwischendurch gab es glaube ich noch zwei, oder? Ich weiß es nicht. Diese separaten Teile, habe ich nicht gespielt. Nein, die separaten Teile, das war ganz interessant. Da konntest du Ezio spielen, aber da gab es in dem Teil Altair. Das ist ein bisschen kompliziert. Da ist Altair übelst alt und sowas, weißt du? Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes Altair. ja. Naja, auf jeden Fall, du hattest diese drei Personen und die sind immer anders gewesen. Ganz schön. Du hattest aber in der Realität, also im richtigen Leben dann halt, immer noch diese Person Desmond, die doch noch alle drei Teile miteinander verknüpft, also durch die Realität. Wenn dieser Desmond jetzt so stirbt, und ich hab nach den drei, du hast ja in den drei Teilen wirklich, oder du hast erst im dritten Teil wirklich mit Desmond richtig gearbeitet, und wenn dieser Desmond jetzt wirklich stirbt, im dritten Teil. Ja. Dann, ich hab mich gerade eben erst an den gewohnt und ich finde den total cool. Und wenn der jetzt schon stirbt, ich weiß nicht, was ich dann anfangen soll. Ich weiß nicht. Was ich nicht verstehe, wer soll denn dann der vierte Assassine sein, wenn es nicht Desmond ist? Das ist ja, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht den Kopf zerbrochen. Was mich einfach stört, ich hoffe sehr, dass der irgendwie. Ich meine, das sind übernatürliche Kräfte und so ein Zeugs. Es kann ja gut vorstellbar sein, dass Desmond oder so irgendwie wieder zum Leben erweckt wird. Ich weiß es nicht. Ich kann da jetzt auch nur Spekulationen anstellen. Das bei Desmond, das fand ich so geil. Ab dem dritten Teil, dass du halt so richtig geil erstmal. Der zweite Teil war ja schon geil mit den Kämpfen immer. Aber der dritte hat echt noch was dazugegeben. Also, Desmond ist cool geworden. Beim ersten Teil war es ja immer nur so, dass du halt. Du bist aufgestanden aus dem Bett, hast dich auf den Animus gelegt und dann ging es weiter mit Altair. Ne? Ja. So kann man es doch sagen, oder? Ja klar, du hast dich viel. Dir wurde mehr oder weniger. Oh fuck, da war keiner rein. Dir wurde mehr oder weniger die Grundlagen. Also du hast mehr oder weniger einfach nur ab und zu mal
gespürt, wie es ist, draußen zu sein, damit du weißt, wen du überhaupt spielst. Das haben sie dann in jedem Teil immer vertieft. Und ich finde an sich die ganze Sache mit Assassin's Creed, wie sie es machen, ist wirklich eine hammergeile Idee. Es ist wirklich noch. Also ich kenne zumindest kein Spiel, was vorher annähernd so war wie Assassin's Creed von der Story her. Oh, 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 ich muss hier rein, ich muss hier rein, ich muss hier rein. Du darfst dir bitte auch mal vorstellen, die Grafik des ersten Teils war schon Bombe. Ja, das stimmt auch. Du musst dir mal die Zeit angucken. 2008 war das, glaube ich. 2008. Und dann so eine Grafik. Nee, war das 8 oder 5? 2005, glaube ich sogar. Der erste war. Nee, ich glaube, der zweite war 2008. Richtig, der zweite war 2008 und dann hatten sie 2012 oder 2013. Ich weiß noch gar nicht. 2012 kam der dritte raus. Und dann immer die Zwischenteile. Also sag mal, jedes Jahr kam neuer raus. Ja. Ey, dann fühlt das ja genau wie Lücken zwischen den zweiten und dritten Teilen. Sozusagen. Juhu, 5 fertig aus. Und, ja, und es ist halt so, also das Spiel auf dem alten PC, ich bin so aggressiv geworden, ich hätte damals meinen alten PC zertreten können. Welches jetzt, welcher Teil? Beim ersten, weil ich habe mir damals so ein Spielpaket gekauft mit 50 Games für 18 Euro oder so. Und auf jeden Fall war der erste Cyborg. Meine Augen haben richtig angefangen zu leuchten, Alter. Ich hatte noch, musste noch eine Woche warten, bis ich die Spiele bekommen habe. Und meine Augen haben so richtig fett geleuchtet auf dieses Spiel. Habe ich das installiert halt und es lief nicht. Ich hatte so einen Krüppel-PC, der hatte noch nicht mal einen Gigabyte Arbeitsspeicher. Und da bin ich so aggressiv geworden, Alter. Ich habe den PC so zusammengetreten. Ja, und ich habe mich so gefreut, wo ich diesen neuen Rechner hatte und endlich erstes Spiel, was drauf war, Assassin's Creed 1. Das, also ich muss ehrlich sagen, bei mir war es ja eher so. Oh. Natürlich, die Predator sind nicht. Okay, ich habe ihn gesehen. Moment, aber, ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren hier. Ah, Mist, hat er mich doch noch gekriegt. Schade. Na, bei mir war es ja so, ich hatte Assassin's Creed irgendwie nie so wirklich abgerungen, dass es so wirklich toll sein soll, weißt du? Ich weiß, dass es immer was Besonderes war, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie nie so den Mut gefasst, mir das zu kaufen, weißt du, weil es dann doch schlecht ist. Oh, der Typ ist echt gut. Und dann habe ich irgendwann, angefangen zu Let's Playen und da hat mir der Wolke gesagt, ey komm, das Spiel habe ich auch, das ist große Klasse. Jetzt geb. Nee, er wollte es mir erst geben, genau, er wollte es mir erst geben. Oh, was sind denn das für Typen, ey? Er wollte es mir erst geben und da habe ich gesagt, nee, weißt du was, wenn ich's. Kann ich jetzt mal zu Ende reden? Dankeschön. Wenn ich's jetzt. Ja, ich werde die ganze Zeit gekillt, deswegen unterbreche ich ständig. Wenn ich's jetzt playen will, dann kaufe ich es mir selbst. Habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich angefangen zu spielen und dachte mir, oh nee, nee, das Spiel ist, geht ja gar nicht, ist gar nicht dein Typ und so. Hab's mir gedacht, gut, du musst aber wenigstens zu Ende Let's Playen. Und hab weitergespielt. Und dann ab der Hälfte so, das waren ja im ersten, weiß wie viel hatten der erste? Der erste Teil hat 80 Folgen, glaube ich. 82 Folgen hat er gehabt. 80 Folgen und hatte 12 Sequenzen, glaube ich. Nee, 82 Folgen hat meiner gehabt. Auf jeden Fall ist ja egal. War das, nee, es waren 8. Ja, Sequenzen haben sie immer 12. Na, und auf jeden Fall, nach der 5. oder 6. Frequenz, also als ich dann endlich auch die Special Moves kapiert habe, ich brauche bei sowas immer ein bisschen länger. Oh, weil ich dann mich dann immer, wenn es bei mir nicht gleich beim ersten Mal klappt, dann stelle ich mich immer so ein bisschen auf stur. Bin ich halt so, kann ich nichts dafür. Ist halt eine Macke von mir, die. Oh, nein, nein, rennt ja mit der Klette auf mich zu. Na, und auf jeden Fall habe ich mir dann, gesagt, gut, kaufst du dir Assassin's Creed 2 und 3 noch, das war super geil. Und seitdem bin ich wirklich Assassin's Creed Fanboy geworden. Am zweiten Teil dann, da habe ich ja, während ich den zweiten Teil Let's Played habe, habe ich den dritten Teil dann gezockt, für mich, und dachte mir, wow, 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 einfach nur geil, das Ding. Was ist das? Oh, ich bin letztlich killen.
egal. Was ich auch richtig geil gemacht finde, in solchen Teil ist das mit den Kontern, dass du halt endlich auch mal selber eingreifst in deine Konter. Du kannst ja die Konter sofort abbrechen, weißt du? Wenn du nicht weiter schlägst, wenn du konterst und du nicht weiter schlägst, der macht ja kein Konter, der stoppt halt mal die Fresse, du Typ da gerade beim Zinsbieter. Dann macht er direkt Dings. Dann stoppt der abrupt den Konter. War das nicht immer so? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie es bei den anderen Teilen war. Nee. Da, beim anderen Teil musstest du einfach nur die Taste drücken. Ja, du! Alter, ich stell den erstmal stumm. Ja, ich hab alle KT-Leute auch stumm geschalten. Ja, bei den ersten Teilen, also 1 und 2, war es so, dass du halt nur Viereck drücken musstest, die Spieler mit Controller. Und halt, ja, aber ich sag's mal so, halt komplett geblockt hat. Du hast im dritten Teil, ich glaube nicht, dass das so gemeint war, sondern du hast im dritten Teil ja vier oder fünf verschiedene Feinde, die alle anders gekontert werden müssen. Und ich glaube, darauf beziehen sich eher die verschiedenen Kontermöglichkeiten. Weil jeden Feind musst du anders kontern mit verschiedener Kombination, damit es auch nochmal schwieriger wird. Ich glaube, das war eher der Sinn davon. Alter, damals, beim zweiten Teil, da bin ich gegen diese goldenen, diese ersten goldenen, die bei dem, du hattest doch diesen einen Attentat verübt gehabt und dann kam meinst diese du goldenen. Die, warte. Wo die das Schwert, Ich überleg grad, wie die hießen. Wie hießen die? Na, auf jeden Fall war es die einzigste starke Truppe. Nein, und, halt, es war halt so, das war dieser Moment, wo dir die Waffe weggeschlagen wurde. Was da unten steht, stimmt nicht. Falls dich daran erinnerst. Ich komme nicht so spät ins Game jetzt rein, verstehe ich nicht. Ich bin schon mal. Bei dem Einschütten wurde dir auch das Schwert weggeschlagen und dann musst du mit bloßer Hand gegen kämpfen. Ich bin so oft daran krepiert, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, Alter, warum blocke ich nicht einfach mal, entreiß den einfach die Waffe und schlag sie selbst damit kaputt. Ich hab den Typen in den Kopf geschossen und er ist nicht gestorben. Ich weiß gar nicht, gerade ganz ehrlich, gar nicht, wen du meinst. Das war irgend so ein Endgegner, war das? Ich glaube, das war sogar... War das so? War das so am Anfang? Ich glaube, das war sogar dieser Gegner, wo dein Dings gewinnt. Wo deine Familie hängt wurde. Wo meine Familie hängt wurde? Ach, der Typ, ja! Falls du dich erinnerst. Lala. Und dann kommt Spieler gerade ein bisschen. Ich dachte, du redest jetzt so von den, Na, wie hießen die? Ich komme echt nicht auf den Namen gerade, von den Typen. Von dem Fettsack oder was für dem letzten? Nee, es gab doch immer diese starken Typen zwischendrin. Ach so, ja. Das ist jetzt der Hauptmänner, ja. Ich weiß es nicht. Nein, was? Oh, der hat die Achten gehabt, war so klar, ey. Ja, sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt geh mir aus dem Weg. Ja. Und halt. Was ist das also für. Boah, diese KT-Typen regen mich auf. Mich auch. Was ganz geil ist folgendes. Wir haben richtig guten Gesprächsstoff heute hier in der Folge. Ja klar. Muss ja mal sein. Ja, sonst hat man irgendwie immer improvisiert aus der Nase heraus, so weißt du. Was dir gerade einfiel. Aber wir haben jetzt die wichtigen Themen von heute, also EA, Assassin's Creed. Es kommt ja neuer Splinter Cell 2 raus, weil er perfekt ist. Splinter Cell, muss ich ganz ehrlich sagen, zocke ich gar nicht. Da kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Du kannst mich gerne mal berieseln und auch die Zuschauer, was du darüber weißt, aber ich kann da gar nicht mitreden. Ich kann darüber gar nicht so viel wissen. Ich habe alle Teile. Bis jetzt. Nur leider finde ich es schade, es gab so einen Teil damit. Der heißt Chaos Theory. Der hatte eine geile Grafik. Auch schon. Und der funktioniert auf Windows 7. Das ist nicht so schade. Was, der funktioniert nur auf Windows 7? Ne, der funktioniert auf Windows 7 nicht. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil das war so der zweite oder dritte Teil aus dem. Und der hatte schon eine bombastische HD-Grafik. Okay. Dann habe ich mir ja irgendwann
Conviction oder Convocation holt. Das ist der Teil, der jetzt vor dem neuen rauskam. Und also der ist richtig geil. Da kannst du eben so Leute nehmen und kannst die in so ein Level gleich am Anfang. Da musst du so ein, danke, dass du gestorben bist. Da musst du so einen Typen halt dazu zwingen, dass er dir Informationen gibt und du den halt auf so ein Urinbecken schlägst und das ganze Blut ist da drauf und so. Das ist geil gemacht. Das ist richtig geil gemacht. Das Becken zerspringt richtig, wenn du mit dem Kopf da drauf schlägst. Echt, das ist krass. Also, ja. Und ich habe ja von allen Teilen die ungeschnittene deutsche Fassung. Das ist geil. Also Uncut und trotzdem deutsch. Das ging schon los beim ersten Teil. Boah, die Typen sind echt schlimm hier, ja. Deswegen spiele ich, muss sagen, also auch für die Zuschauer mal, ich spiele wirklich fast gar nicht mehr Modern Warfare. Einfach aus dem Grund, dass die Typen so hier, dass hier nur noch wirklich, boah Leute, nur noch wirklich übelste Übertypen sind, du hast hier eigentlich gar keine Chance mehr als normaler Spieler, der da mal sein Wochenendspiel verbringen möchte oder so. Was heißt Wochenendspiel? Ich habe ja nie Wochenende, aber. Also, da hast du gar keine Chance mehr. Und deswegen spiele ich auch kaum noch. Naja, moderne Warfare. Das bedeutet ja moderne Kriegsführung, also so Pflicht, moderne Kriegsführung. Das ist ja genauso wie der Wolke, der spielt ja auch gar nicht mehr. Dem ist das auch zu viel geworden. Naja, obwohl ich würde die Tradition ein bisschen weiter behalten, weil guck mal, wir haben uns ja mit B2 kennengelernt, ne? Ja cool. Klar, aber. Ich meine, diese verkorksten Spieler. Wir haben es bis jetzt noch nicht einmal geschafft, durch ein Prestige 10 zu erreichen, ohne gehackt zu werden. Das muss ich mir vorstellen. Selbst in dem Spielstand, den wir hier haben, wurden wir schon mal ein Prestige hochgehackt. Wir haben uns bloß gesagt, wir starten nicht nochmal neu, weil es einfach Schwachsinn ist, jedes Mal den ganzen Spielstand zu resetten wegen sowas. Ich habe mir übrigens einen Kumpel, spielt ja noch MW3. Und er sagte, MW3, die Befallung von den ganzen Hackern und sowas, ist richtig wenig geworden, jetzt alle hier. Ja, weil hier niemand mehr was tut. Das ist wieder so ein Spiel, das ist fertig, ist abgestempelt. Und da wird nichts mehr viel getan. Sie haben Neues, verdienen neues Geld damit. Warum sollten sie sich um das Alte noch kümmern? Richtig. Und, obwohl, MW2 wird auch noch gut verkauft, ehrlich gesagt. Ja klar, aber die haben MW3, da machen sie viel mehr Verkaufszahlen damit. Soll ich. Ach ja, übrigens, ich habe mir ja gestern richtig geil erstmal Battlefield gekauft. 2. Das Spiel ist richtig geil. Ich habe schon ein paar nette Leute kennengelernt und ein Clan. Ja. Und also, ich liebe ja wirklich so Shooter, wo du halt über Battlefield. Du kannst Ski fahren, kannst Panzer fahren, kannst fliegen. Das finde ich halt ganz geil. Ich habe jetzt zwar gerade mit. Das war jetzt eigentlich total noobig, aber ich hab gerade gemerkt, ich habe ja noch den Granataufsatz dran und ich muss noch 10 Granatkills machen und die 25. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Der hat sich. Aber der ist richtig geil weggeflogen. Ja, ich glaube, ich habe voll im Bauch getroffen oder so. Oh, 25. Ich muss sagen, Battlefield und COD, ich habe eine neue Waffe, ich habe eine neue Sniper. Also COD und Dings und Battlefield unterscheiden sich sehr, weil Battlefield doch noch teambasierter ist, weißt du? Da musst du noch mehr aufs Team achten. Du kannst ja deine Teamkameraden auch heilen, wenn sie gefallen sind und sowas. Ha. Du kannst sie mit dem Defi wiederbeleben. 20 Kills muss ich machen mit Granaten werfen. Ich möchte das ja jetzt nicht schön reden, das Spiel. Lass mal rausgehen hier. Okay, bist schon drin. Nee, gehen wir mal auf Herrschaft. Und mach mal da mal weiter. Vielleicht ist das auch ein bisschen ruhiger, dass man ein bisschen mehr quatschen kann miteinander, weil das ist ja hier schlimm, ey. Das geht ja gar nicht. Ja, du musst irgendwie alle 2 Sekunden einen Satz machen. Ja, aber bis jetzt, du, meine Meinung zu Battle, Assassin's Creed 4 habe ich dir immer noch nicht gesagt. Weil ich da meine Lebensgeschichte erstmal erzählen musste. Ja, und zwar, wie gesagt, ich bin jetzt eingefleischter Assassin's Creed 4-Fan. Ich freue mich total auf das Spiel, vor allen Dingen auf diesen Mixmax mit
Na, wie heißt's? Fluch der Karibik mäßig so, vor allen Dingen, weil ich totaler Piraten-Fan bin, Piraten mit oder so. Was ich nur glaube, weil das jetzt schon zu früh kommt, ist einfach zu früh. Das gerade eben kam Teil 3, jetzt bashen sie sofort Teil 4 hinterher. Die haben nicht normalerweise machen sie ja so ein Zwischending wieder, weißt du, so irgendwie, was weiß ich. Die haben aber Zwischenteile zum dritten Teil gemacht, aber egal. Was? Es gibt Tyrannei von Washington gibt es. Was gibt es? Es gibt Assassin's Creed 3, die Tyrannei von Washington gibt es nochmal als DLC, also als Erweiterung. Also als im zweiten Teil von 3. Ja, als DLC. Das ist aber nur die Erweiterung für das Spiel. Das ist ein komplett neues Spiel. Ach so? Also wie bei Revelation, ja. Das habe ich noch nie mitbekommen. Wann hat die das rausgehauen? Lass mich lügen, vor 4 Monaten. Das habe ich nie mitbekommen, echt? Ja. Deswegen wollte ich da jetzt gerade mal ganz schnell reingehen. Ach so, okay. Und ich bin ja Insider, was so News und sowas angeht. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich werde einfach dieses Mal damit konfrontiert. Und es teilen richtig viele Leute deine Meinung dazu, dass das halt viel zu wenig Bearbeitungszeit war für das Spiel. Ja, wenn du jetzt sagst, sie haben dazwischen noch ein anderes Game rausgehauen, dann ist es ja noch krasser, weil ich meine, Alter, ein Jahr sollte schon zwischen zwei solchen Games dazwischen liegen, einfach damit die Leute sich auch erstmal wieder dran gewöhnen können und auch Menschen, die nicht so viel Geld haben, sich das Spiel mal leisten können, bevor schon wieder das nächste rauskommt. Ey, du sagst, es ist jetzt schon das nächste Game draußen. Ich hab Assassin's Creed 3 für 20 Euro gekauft. Na, ich hab's damals vom Warbase geschenkt bekommen zum Geburtstag. Hihi. Wow. Ich dachte, du wüsstest das mit der Tyrannei von Washington. Nö, das hat mir noch nie jemand gesagt und ich hätte es auch so wahrscheinlich nie mitbekommen. Wo ist der? Also ich bin ja Insider, wie gesagt, das teilen halt total viele Leute deiner Meinung auch. Mit dem zu wenig Zeit. Aber muss da halt gucken, vielleicht war. Du weißt ja nicht, was war. Vielleicht haben die ja schon produziert gehabt, wo die Assassin's Creed 3 entwickelt hatten oder so. Vielleicht haben die ja vorher schon die Idee dafür gehabt oder so. Das weißt du ja auch nicht. Das muss man alles abwarten. Weißt du? Ja. Nein, Mist! Nee, ich hab mich bloß gerade konzentriert. Boah, hier liegen überall Taktik-Geldstücke, das gibt's ja gar nicht. Vor mir liegt gerade ein Typ rum, der heißt Lokal. Wir haben Alpha verloren! Lokal. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! C wird gesichert! Ja, ich kämpfe jetzt hier voll vor so einem Taktikeinstieg. Oh, okay. Hast du gerade schöne neue Themen vor uns? Ja, ich bin der Meinung, es ist wesentlich viel zu früh für den vierten Teil und. Ja. Was war das jetzt so? Boah, ich komme echt nicht durch, das geht gar nicht. Ich hasse diesen Typen. Was sind denn das für Typen? Das geht ja gar nicht, ey. Kommst du nicht durch, egal was du tust. Weil sie sind nur Spartennamen. Also nicht nach, dass nachher noch ein Schieber oder so. Man ist einfach nur vom Spielstil gerade, ja. Oh mein Gott, das wird never guess zusammen gespielt. Nein, das wird niemals passieren, aber okay. Ich möchte auch gar nicht, dass das passiert. Wie komme ich mir da vor? Hallo? Aua! Dann fühlst du dich endlich. Fühlst du dich endlich mal geachtet. Nein. Bam 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 bam! Bam 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 bam!
Bam. Nein, halt, stopp. Oh, okay. Halt, Leute. Hast du es gekriegt noch? Nope. Aber ich lebe noch. Komm, eines, komm. Ja! Ich kann mich hier nicht mehr konzentrieren. Aua! Warum müssen immer solche Unmenschen hier mitspielen? Kann ich mal einfach eine Runde voll normaler Menschen da sein? Bei mir ist das gerade total lächerlich, weil ich an meinem Alter. Ja! Was sind denn in deinen Augen normale Menschen? Menschen, die nicht um die Ecke kommen, mich mit einem Kill töten. Oder fünf Leute, die mir hinterherkommen. Das Schlimmste ist, wenn es dann nur noch Clans sind, die sich gut absprechen miteinander. Wir sind auch ein Clan. Ja, aber dann, wir machen das nur, damit man merkt, dass wir zusammengehören. Ja. Boah! Oh, genau! Hallo, wo sind wir? Ich ein Sniperer mit... Alter, ne Sniper... Löcher in den Arm. Wie soll man mit einem... Ich versteh's nicht, nee. Was verstehst du nicht? Ein Sniperer mit einer Raketen, mit einem Raketenwerfer auf dem Rücken. Wie will man da ordentlich snipern können? Ja, jetzt mal vom Logischen gesehen. Vom Logischen, dass du halt... wie meinst du? Vom Logischen, dass du den Gegner ziehst oder was? Wenn du mit Alter, du, der Typ, wenn du ne... Jetzt überleg dir mal im richtigen Leben, du müsstest snipern und hast einen Raketenwerfer auf dem Rücken. Das fühlt sich bestimmt nicht toll an, beim Snipern. Raketenantrieb. Oh Mann, ey. Bin ich wirklich nur so langsam geworden oder sind die einfach nur verdammt schnell? Ich bin cool. Ja, genau. Hey, ich war Obama. Was bist du, Obama? Ich war gerade Obama. Ich habe gerade verstanden, du warst gerade Obama. Ich war gerade Obama, ja. Der Typ, den ich gespielt habe, der war schwarz. Hey! Wow. Meiner war... Ja. Dann haben die Russen wohl gerade Obama aufgeführt. Naja. Ich krieg hier gleich ein zu viel, ich krieg gleich ein zu viel. Warum? Die wollen doch alle nur spielen, die sind doch ganz lieb und nett und es gibt uns noch an. Ich nehme übrigens KP ein, aber ich komme noch nicht hin, weil ich im letzten Krieg bin. Ja, ich renne einfach nur noch hin und her und versuche meinen absolut negativen Score irgendwie halbwegs zu verbessern, aber das klappt nicht. Meiner ist negativer. Mein Score macht dich schon zum Minusmensch näher. Also bitte. Nee, scheiße, das ging ja keiner auf Ärger mit der Klima. Ich leg mich erstmal aufs Geländer schlafen. Nee, Falls sind die alle mit Snipern unterwegs sind, das gibt's gar nicht. Ist doch eine Sniper-Map, Sky, Bro. Total die Sniper-Map, ich muss schon sagen. Verbündete Predator-Rakete im Anschluss. Okay, da war einer mit der G18, habe ich bei der Schuss. Das sind alles Quickscoper hier, das geht gar nicht. Vorräte sind unterwegs. Ich kann selber Quickscope. Ja, aber nicht so wie du, wie die Vinci. Aber nicht so wie du. Boah! Wenn man es geht. Bitte schön. Ich kam, ich sah es. Dateien gleich, du musst das IC und das V immer schön aussprechen. Und ich habe kein Dateien. Wir haben gewonnen! Oh verdammt, ey. Aber richtig knapp gewonnen. Oh verdammt.
Nee, also aus der Gruppe möchte ich gerne rausgehen. Das ist keine Zumutung. Das ist eine Zumutung, ja, so rum. 44 Minuten, meine Zuschauer. Das heißt noch 16 Minuten ungefähr. Könnte der Herr mich bitte einladen? Ach ja, einladen. Ja, ja, klar. Wollen wir noch eine Runde zusammenzocken, alleine? Ja. Da muss ich mich nicht so. Da muss ich mich nicht so. Geistig verausgaben. Warte aber noch kurz. Wartest du noch kurz einen Moment? Ich will ja. Das machen. Und wir nehmen für die Zuschauer mal Favela wieder, damit die mal wieder was zu kluxen haben. Wir spielen frei für andere Spielregeln. Machen die verbotene Map und keiner weiß warum, ne? Doch klar, wissen alle warum. Warum? Na, wegen dem Bild, was dran hängt. Weißt du das nicht? Ja, das wusste ich mit dem Bild, aber ich weiß nicht, welches Bild das sein soll. Ich habe mal alle Bilder durchgeschickt, da ist nichts. Ja, weil es nicht mehr drin ist, das Bild. Du musst mal... Also es wird ja auch spekuliert, dass irgend so ein Typ sich das einfach nur im Vorbeilaufen in so ein Bild gesehen hätte. Ich muss was? Nee, das war schon richtig so. Die haben die Map, also die Map, die du jetzt im für dich hast, da ist das Bild nicht mehr drin. Okay. Die haben die Map, die hat, da gab's ja mal hier diesen großen, dieses große Update. Da war irgendein rassistisches, Da soll irgendein rassistisches Bild drin gewesen sein. Und da konntest du ja mal ein paar Tage nicht rein bei Modern Warfare. Und da, oder war das, glaube ich, 2 Tage. Und da haben die den, für Multiplayer haben die Map komplett gesperrt und für Singleplayer gab's die noch, aber ohne das Bild. Was ist jetzt passiert? Warum spinnt mein PC denn immer so rum? Das gibt's doch gar nicht. Bei allen anderen Aufnahmen. Ich glaube, ich gehe das nachher mal googeln. Vielleicht finde ich ja sogar das Bild. Vielleicht kenne ich das Bild ja. Ich setze mich ja mit Rassismus und Nationalsozialismus und sowas auseinander. Wie du vielleicht weißt. Mein PC hat gerade irgendwie meine Grafikeinstellung verändert. Ich will es aber noch nicht dran rumschrauben. Okay. Ich gehe mal auf. Ich sniper mal ein bisschen. Cool. Wer fängst du denn das Team? Ach so. Oh, FFA. Ach man, ich dachte, das wäre bei TDM. Nee. Da flog eine Granate, Mama. Neun. Sieh mich an. Wo bist du denn? Hallo, Vendetta? Ja, ich bin auf der Map. Ja, sehr schön. Okay, gut. Hast du mich gerade schon wieder verfolgt gehalten? Nee, ich hab gesagt, du hörst mich schon wieder nicht, und da du mir nicht geantwortet hast, hätte ich beinahe meinen Stecker rausgezogen und neu eingesteckt. Ja. Du antwortest mir doch auch nie. Jetzt fang ich schon wieder an, die beleibigte Leberwurst zu spielen. So. Leberwurst. Nee, keine Ahnung, also ich find's echt scheiße. In der, im MW3 soll die Map ja wieder drinne sein. Ist sie nicht. Ist sie nicht? Nein. Mir wurde gesagt, die soll drinnen sein, MW3. Ich hab MW3. Nee. Cooles Graffiti. Ja, ey, Schabos, wissen wer der Babu ist? Vor allen Dingen, hier sind ja diese ganzen Schabrackenhäuser, ne? Oder Baracken, eher gesagt. Schabracken sind ja was anderes. Und wenn du da aus der Map rausguckst, ne, sieht das aus wie Berlin. Mit dem Plattenbau, mit der Plattenbausiedlung. Was? Berlin? Ist das... Oh! Ja? Ist dir das mal aufgefallen? Stimmt. Ist dir das mal aufgefallen? Berlin. Oh, gefunden. Oh, das hab ich auch gesehen. Ich hab mir das live aus der Nähe angeschaut. Ich war kurz mal da und hab mir Hardrock Café Berlin gekauft. Die T-Shirt-Dinger da, keine Ahnung. Ich hab davon gehört. Ist ja irgendwie der letzte Schrei, vor allem bei den Mädels. Hardrock Café. Ich bin ein Mädel. Was ist Hardrock Café eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ich muss ja ehrlich gesagt zugeben. Aua.
dass ich da überhaupt keine Ahnung habe, was Hardrock Café sein soll. Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass... Ich glaube nicht, dass das ein Café ist. Und wenn, dann wundere ich mich einiges. Nein, Hardrock Café ist, ist glaube ich eine Marke, also so ein Markenemblem, weißt du, kennst ja sowas wie... Ja, das ist Adidas. Mir schon klar, Adidas, aber was für eine Marke? Adidas macht ja tief... Die heißen ja nicht umsonst Hardrock Café. Die haben sich sicher was dabei gedacht. Ja, ich hatte noch ein T-Shirt. Aber... Nee, keine Ahnung. Aber weißt du, was ich in den Ferien machen werde? Ich bin in den Ferien richtig fett geworden. Ich muss endlich mal wieder Sport machen. Ich glaube, das werde ich in den Ferien machen. Nebenbei lerne ich dann noch Gitarre. Ich verkneife mir jetzt alle unnötigen Kommentare. Nein, aber ich kann doch nichts dafür. Ich sag doch einfach nur, was ich denke. Ich war der Mann in der Gasse, mein lieber Freund. In der Gosse, ja. Mit einer Pulle voll Schmutz. Na, dieses ganze Markenzeug geht mir sowieso auf den Keks, ich kann das eh nicht leiden. Und das einzige, was ich wirklich grundsätzlich Marken kaufe, sind Adidas hier. Ich kaufe überhaupt nichts von Marken, also... Oh. Nee, die brauche ich aber. Weil ich bin ja auch draußen und spiele Fußball und so. Meine letzten Schuhe, die gehen alle so schnell kaputt und Adidas hält einfach länger. Bei mir, weißt du? Deswegen. Ja, gut, Adidas ist eine ziemlich gute Marke, aber jetzt allgemein wegen der Marke kaufe ich keine Schuhe. Nee, ich eigentlich auch. Ich kaufe die, weil sie halt lange halten und auch gut zu tragen sind. Das ist ja auch ein Grund, also kann man ja nichts gegen sagen. Ja, die meisten kaufen ja wirklich nur, ja, Adidas tragen alle, na dann trage ich das auch. Und sowas kann ich absolut gar nicht leiden, das ist dann so ein, ach nee. Oh, das war so geil, wir trinken halt unser Feuer der Eier, also rohe Eier. Ja. Wir stechen halt Löcher rein und trinken sie. Und da war da so eine Olle mit, also wir hatten so zwei Mädels eingeladen. Der eine hat das komplette Ei getrunken, und dann hat dieser andere, die sofort angefangen hat, das Zeug auszuspucken, hat die dann geschubst, ne? Sodass ihr das Ei auch runterfallen muss, ne? Aber die sind so gestritten und weißt du, was der beste Spruch des Tages dabei war? Mein Obert, da hat die dann, also die das Ei geschluckt. Jetzt bring keine perversen Witze. Hatte sie dann halt an den Oberteil gerissen, ne? Und sie so dann das Einzige, was die Olle sich sagte. Mein Oberteil war teurer als deins. What the fuck? Ja gut, das hatte ich aber auch schon ab und zu mal. Hast dich mit jemandem gekloppt, so aus Spaß, so weißt du, so freundschaftlicher Knautsch. Und dann kommt der, dann gibt's auch manchmal so Leute, die dann sagen, die hat so viel gekostet, die musst du mir bezahlen. Ja, na, dann bezahle ich dir halt, das ist okay. Nein, es ist ja noch was kaputt gegangen, das ist es ja. Ja, das ist, ja, meine ich ja. Mein Oberteil, das war so Zickenkrieg, weißt du. Also, mit Zicken, na, da gebe ich mich eigentlich gar nicht so gerne ab, also. Weißt du was? Wir hatten da ja auch so eine Lagerzeit und ich stand dreimal die Kontaktanzeige drin, die nicht von mir geschrieben wurde. Die hat irgendwie mal geschrieben. Und ja, hat sich zwar keiner gemeldet, wäre mir aber auch geil gewesen, weil ich wäre sowieso wieder blond gewesen und das wäre dann ein vierter Stück und. Also ich vierter am Stück die Blond wäre, weißt du, und ich würde nicht wechseln. Ja, zu dem Thema. Oh fuck. Was hab ich grad? Bam 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 bada ba ba bam 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 bada ba ba bam bam bada ba 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 bada ba ba. Zu dem Thema nochmal zurückgekommen hier wegen den ganzen Affairs wegen hier. Den Style und so, das ist so schlimm, da hat mal jemand eine gute Idee, was Style angeht, weißt du wie? Und dann wird's tausendmal kopiert. Und dann haben das erstmal so ein, was weiß ich, jetzt mal auf einen prozentualen Teil hochgerechnet, hat das vielleicht mal ein Prozent? Und denkst du dir, wow, sieht gut aus. Gar nicht schlecht, mal was Neues, ne?
Und dann hat's wirklich jeder. Innerhalb von ein paar Wochen, bam! Kommst aus der Tür, siehst nur noch Leute damit. Das ist, vor allen Dingen fällt mir das. Ja, also ich möchte jetzt nicht das auf Mädels nur beziehen, aber bei Mädels fällt es einem halt das Schlimmste auf. Man guckt als Junge natürlich mehr auf Mädels als auf Jungs, ist ja nur ein bisschen logischer. Es sei natürlich, man ist irgendwie anders sexuell veranlagt, was dann natürlich auch nicht schlimm ist, aber. Sag mal so jetzt. Oder so etwas. Und, da hab ich. Sein? Warte mal, da hab ich. Oh, nein! Oh, das war mir so klar. Das hab ich mich selbst umgebracht. Ich bin so dumm. Da hab ich wirklich. Also, zwei Dinge, die mir wirklich auf den Pisser gehen. Ist langsam wirklich dieser komische Schal, den die Mädels da drum haben. Ich trage auch. Ich hab auch einen Schal. Ja, aber du. Weißt du den Schal, den ich meine? Diesen fetten Schwingschal da? Ach, meinst du diese Schwingtippen-Dinger? Diese fetten? Was für Dinger? Was hast du gerade gesagt? Ich sagte gerade Schwingtippen-Dinger. Also erstmal sagt man Brüste. Weil das andere eine Beleidigung ist. Ja, komm. Und zweitens, ich meine diese Schale, weil, Alter, wir haben letztens 40 Grad Sommer, weißt du? Die Mehrzahl von Schale ist Schal. Ich trage aber auch im Sommer einen Schal. 40 Grad Sommer, und du denkst dir nur, Alter, mein Gott, geht die Mode wirklich so weit, dass die Mädels sich dafür keuchend durch die Stadt schleifen? Wasser! Dann zieh den Schal aus. Und das andere. Und, das war noch krasser, das habe ich gesehen. Warte mal, das muss ich noch erzählen. 2025. Ja. Das war noch krasser, das habe ich gesehen. Kennst du diesen Crow-Style? Den die Mädels tragen? Crow? Das sind dann so Mädels. Was ist das? Ich nenne das Crow-Style. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Ich habe keine Ahnung. Die sind wirklich von oben bis unten eingemummelt in verschiedenste Klamotten. Und. Ach, dieses bunte. Dieses und haben dann so eine komische Mütze obendrauf. Und im Winter sah das ja ganz cool aus, weißt du, aber wenn der eine, da ist mir ernsthaft eine bei, ich weiß nicht, wie viel Grad waren da, 35 Grad? Da kommt mir eine mit so einem Ding entgegen. Meinst du meinst also diese Styles, die aussehen, als ob gerade Sommerschlussverkauf war und die alles rausgekauft haben? Und alles angezogen haben, ja. nicht nur rausgekauft, sondern auch alles angezogen haben. Ja, ich weiß nicht, was im Kleiderschrank ist, komm, ich nehme einfach alles. Wie bei McDrive, ich weiß nicht, was auf der Karte steht, ich nehme einfach alles. Aber die Karte bitte. Zweimal natürlich. Damit ich das gute Doppelt essen kann. Nee, das fand ich echt so krass. 35 Grad! Das muss ein Swimmingpool gewesen sein. Die Frau muss doch nicht, die kann doch nicht glücklich gewesen sein. Ich wollte mir ja tatsächlich in den Ferien, ich überleg's mir aber nochmal stärker. Ich wollte mir ja die Haare schwarz werden. Oder blau. Blau. Willst du die Haare blau färben? Ja, blau. Why? Ja, blau. So gut. Why not? So dunkles Blau, weißt du? New Kids oder wie? Nein. Okay, weiß ich nicht. Ich hab die New Kids Filme nie gesehen. Nicht? Hast du nicht gesehen? War ganz lustig. Nein. Nee. Ja, bei Jungs gibt's aber auch. Ich hab die aus dem. Was? Wie bitte? Ach, nichts. Ich bin gerade sowieso raus. Du hast irgendwas mit blauen Haaren erzählen wollen. Ja. Er hat mich getötet. Sein allererstes Mal. Ja, das erste Mal. Was so? Mit mir. Nein. Dein allererstes Mal mit mir, ne? War ein Erfolgserlebnis. Das war doch schon. Das war doch schon, bevor wir uns bei COD kennengelernt haben. Ach so, du warst ja auf der Straße, okay, verstehe. Ja. Er war billig. Ich musste auf der Straße sein. Familie. Nee, wie war das? Ich kann den russischen Akzent wegen meiner Lunge gerade nicht nachmachen, aber. Oder? Welches willst du nur machen? Ja, Familie war hart, Leben war hart, Familie brauchte Geld und weißt du wieso. Familie war hart. Nee. Was? Ja, diesen diese russische Oma-Akzent, kennst du das nicht? Ja, doch, also die wollen dann das Teil so wie Gardos, also weißt du? Meinst du das? Nein. Zar, der war hart. Familie braucht das Geld. Ja, so ungefähr. Du bist russisch. Ja. Das, was du machst, klingt ja italienisch.
Dazu muss ich noch eine Anmerkung sagen. Italienisch, ich war erst einmal in Italien, und das ist aber auch schon wieder 12. Was denn jetzt los? Und da hat Sven da rausgekickt, nehme ich mal stark an. Wir sind die gerade ganz alleine für uns. Guck mal, da ist er, da ist er, da ist er. Stopp! Du Ausgeburt der Hölle! Boah, Slow Motion. Aua. Yep, da ist er weg. Da hat's denn das Internet gecrashed. Tut mir leid, liebe Zuschauer, er wird gleich wieder online kommen. Hoffe ich. Gegenwerbung! Boah. SBQR, nein! Das macht voll Spaß. Ich bin gar nicht aggressiv. Ich bin gar nicht aggressiv. Nein. Ey, cool. Der hält das aus. Na okay. Auf jeden Fall. Wir hatten ganz schön interessante Themen heute. Da war einiges dabei, meine lieben Zuschauer. Wir hatten, ich muss sagen, das war wirklich mal eine sehr interessante Gesprächsrunde. Vor allem mit Herrn Vendetta, der ja doch schon noch um einiges jünger ist als ich und mit dem man über sowas meistens nicht selbstverständlich redet. Ich sehe Vendetta, Vendetta ist ein total cooler Kerl, ne? Ist schon nicht so. Aber so, über sowas rede ich am liebsten mit lieber dann mit Wolke und so. Aber heute, das war mal echt coole Runde. Vor allen Dingen für euch war es natürlich wieder total geil. Also, das hoffe ich, das ist wohl total geil, aber. Für euch war es natürlich mal was anderes. Ich hoffe, es war Unterhaltung genug für euch. Wir haben ja hier doch schon einige Matches gemacht. Wir sind zwar im Multiplayer total abgelöst heute, weil mal wieder die allergrößten Bros online waren, aber sieht echt aus wie Berlin da hinten. Na gut, so ein bisschen. Das sagt der, der noch nie... Achso, einmal war ich in Berlin im Bundestag, aber das da ist ja... Komm, ja, schieß mal Angela Merkel. Bam! Dort. Okay, gut. Nein, natürlich nicht. Wir schießen es zweimal. Nein. Nee. Ey, cool. Das will ich sehen, warte mal. Das will ich sehen. Ich will das Strand angucken, weil das Strand. Lass mich das Strand angucken. Komme ich da rüber? Natürlich nicht. Ich will den Strand ansehen, Mann. Das ist ja neckisch gemacht. Cool. Gut, sieht aus wie kleine Blasterboote, aber... Bang. Cool wäre es natürlich, wenn jetzt im Wasser so eine Spiegelung käme, aber da passiert gar nichts. Es puttert auch keinen Einschuss. Okay. Gut, da würde ich sagen, die Runde für heute ist beendet. Ich wollte gerade auf F5 drücken, damit ihr mich seht, aber da passiert ja nicht wirklich viel was. Die Runde für heute ist beendet und ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mal wieder Modern Warfare 2 in den Zocken am Sonntagstunden sehen wollt, dann einfach drunter schreiben. Ich richte mich da gerne nach euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr da guckt, würde ich mal.